In diesem Video geht es um eine Outdoor-App. Ich habe mir im Store die Locus Map rausgesucht, weil die eine relativ oder eigentlich ziemlich gute Bewertung hatte und natürlich, weil sie kostenlos ist, ganz klar. Das sollte man ja erstmal testen, bevor man den kauft. So, das Enable-Zeichen ist weg. Damit ist also GPS an. Das ist oben in der rechten Ecke. Und im ersten Schritt, man verwendet also hier die OpenStreetMaps und nicht die Google Maps, weil die Google Maps natürlich für die Google-Dienstleistungen reserviert sind. Und weil ich die OpenStreetMaps noch nicht so genau kenne, machen wir jetzt hier einfach mal einen Test in meiner Umgebung, ob auf den Maps auch die Wanderstrecken, weil normale Straßen, das ist ja klar, dass die drin sind. Aber die Wanderwege, die sind ja manchmal sogar in Wirklichkeit schlecht ausgeschildert und auf Karten meistens nicht drauf. Deshalb prüfe ich hier mal eine Strecke, die ich schon mal mehrfach gelaufen bin. Und die Wege sind wirklich gut, perfekt drin. Das stimmt alles. Hier Wild- und Freizeitpark Allensbach. Da geht es dann weiter hier. Durch den Wald ist auch alles korrekt, nur da unten, da fehlt einer an der Autobahn, aber das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Und auch hier, das stimmt alles, nein. Gut, damit kann man also was anfangen, wenn man draußen im Gelände ist. Und ich bin relativ viel draußen. Deshalb war es jetzt an der Zeit, sich da auch mal eine App zuzulegen mit einer guten Karte drauf. Ich verirre mich zwar grundsätzlich nie, aber sicher ist sicher. Dann fangen wir hier mal mit den ganzen Funktionen an, was es hier so alles gibt. Also unter den Maps kann man sich, wie man hier sieht, für jedes Land nochmal Spezialkarten zulegen. Hier für die Tscheche oder für die Slowakei. Ne? Ja, wir wollen jetzt aber gar keine. Wollen immer natürlich verkaufen, das ist ganz klar. Also Finnland haben wir hier drauf, Neuseeland und noch zahlreiche andere Länder. Dann gehen wir mal wieder zurück. Das war jetzt zu weit. Hier unter dem Punkt Points kann man sich dann seine Favoriten einspeichern. Und ansonsten auch generell irgendwelche Punkte in der Landschaft, die einem gefallen haben. Da ist jetzt natürlich noch nichts drin, weil ich noch nicht mit der App gelaufen bin. Das wird sich dann aber demnächst ändern. Dann kann man hier unter Recce Recording alles aufnehmen. Inwiefern das praktisch ist, wird sich zeigen. Ich denke mal eher, dass das eine unnütze Funktion ist. Dann hier der Routenplaner. Da kann man dann seine Strecken schon mal vorplanen, die man hier im Nordic Walking Modus dann angeht.
Hier kann man dann seine Strecken noch abspeichern. Also nicht nur die Ziele oder die interessanten Punkte in der Landschaft, sondern die ganzen Wege und auch die aufgezeichneten Wege. Da ist natürlich jetzt auch noch nichts drin. Und damit kommen wir hier zur Suche und die nutzen wir jetzt einmal und suchen die Mainau, die Insel der Publikumsmagnet hier am Bodensee. Den müsst ihr eigentlich kennen. Genau, da ist er auch schon. In 9,4 Minuten ist er aber höchstens mit dem Auto zu erreichen. Das hat er also hier noch nicht. Zu Fuß. Dann nehmen wir hier mal die Navigation im Nordic Walking eingestellt. Man hat hier, wie man sieht, auch das Fahrrad, Mountainbike, also Rennrad, normales Rad. Dann Walking, Hiking ist dann schon forciertes Wandern. Auto ist eher hier deplatziert, sonst bräuchte man ja keine Outdoor-App. Drauf geklatscht. Dann muss man hier den blauen Punkt quetschen. Dann ist er am Arbeiten. Die Distanz, die Entfernung war in Meilen, hat er die angegeben. Das waren keine Minutes, Minuten. Hier haben wir nun die komplette Wanderstrecke im Überblick. Die Hütchen hier, die Dreiecke mit der Spitze nach oben, das sind alles Aussichtspunkte, die man nicht nur hier, sondern die sind auf diesen Karten immer drauf. Das ist sehr wichtig, weil man selbst als Einheimischer nicht jeden Aussichtspunkt kennt. Und die Aussichtspunkte sind ja wirklich die Highlights an jeder Wanderstrecke, damit man auch möglichst viel sieht. Wenn man dann hier auf den Pfeil hier drückt, links, dann kann man unter Itinerary die komplette Wegbeschreibung abrufen, ablesen. Die Stimme jetzt eigentlich auch eingegeben, die müsste jetzt eigentlich auch, vorhin hat sie was gesagt, jetzt sagt sie nichts, also man hat hier eben auch wie im Auto Navi eine Stimme, die rechtzeitig dann immer sagt, wo man lang gehen muss. Das hat sie eben jetzt vorhin schon mal zum Test getan und weil ich nicht gelaufen bin, wird sie jetzt nichts mehr weiter sagen. Und ja, also mehr gibt es jetzt zur Navigation, glaube ich, nicht zu erzählen. Eine Funktion, die möchte ich aber noch vorstellen. Das müsste man hier unter dem GPS, genau, das war jetzt zu schnell. Also wenn man auf das GPS-Zeichen drückt, dann hat man hier die ganzen Daten, die man via GPS generieren kann, links die Höhe, auf der wir uns befinden, dann die Geschwindigkeit, dann rechts noch die Genauigkeit der Ansage, wo wir uns befinden. Und dann gibt es noch etwas, einen eingebauten Kompass, der ist auch sehr schön. Der braucht immer ein bisschen Zeit, bis er sich im wahrsten Sinne des Wortes eingenordet hat. Aber das hat er jetzt, weil ich schon eine längere Zeit an diesem Video sitze, hat er das schon gemacht. Der Norden ist korrekt. Man sieht hier auch noch, wo die Sonne sich befinden sollte. Das ist auch höchst praktisch.
Ja, und mit diesen ganzen Dingen, die man da drin hat, da kann man sich wirklich nicht mehr verlaufen. Also das ist gigantisch, muss ich sagen. Und freue mich, dass ich mich da für die richtige App entschieden habe. Und nach der Theorie kommt im nächsten Video zu dieser App dann eben die erste Praxis, wie es dann tatsächlich wortwörtlich gelaufen ist.